erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Heute spielen wir eine neue Runde. What? Und ihr kennt das Spiel alle. Ich bin sehr gespannt, was wir heute für eine Runde erwischen. Ich habe richtig Bock. Ich bin ja viel zu klein, beziehungsweise in der falschen Ecke. Wir machen es mal hier hin. Machen Sie mich mal so hier hin. Ihr kennt das. Was denkst du, schlägt Google hier vor? Wir überlegen uns jetzt Begriffe, die passen würden. Also zum Beispiel Urlaub in Deutschland wird, ich bin mir fast sicher, der Top Guess sein. Easy. Das fand ich jetzt nicht so schwer. Ich könnte mir auch noch Urlaub in den USA vorstellen. Okay. Urlaub in den Niederlanden. Urlaub in der Schweiz, in Österreich, in Österreich. Gut, ja. Ich überlege halt, nach welchen die nicht nochmal ein der, den, das, was auch immer. In das nicht. Das gibt es dann was mit das wahrscheinlich dann nicht, ne? Urlaub in das. Macht keinen Sinn. Urlaub in Spanien. Spanien. Italien. Okay, Portugal. Ich könnte mir noch Holland vorstellen. Albanien, das wäre noch Holland gewesen. Dammit. Albanien, Ägypten, Kroatien, Dänemark, Holland, Bayern oder Schweden. Aber mit 180 Punkten. Keine schlechte erste Runde, würde ich behaupten. Geiziger Geizhals. Hals. Verdammt. Oder wird das so mit Z dann auch so aus Spaß geschrieben? Geiziger Mensch einfach. Geiziger Freund. Geiziger Mann. Nein, dammit. Ehemann. Ehemann. Dammit. Partner. Geiziger kleinlicher Mensch. Ups. Geiziger Chef. Geiziger Schwabe. Geiziger Ehemann, das ist ärgerlich. Mensch, Psychologie, Narzisst und Schotte. Wozu braucht man einen Föhn? Wozu braucht man einen, ja, Bruder? Was weiß ich? Wozu braucht man einen? Ein Dildo. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß. Das kann ja alles sein. Wozu braucht man einen Personalausweis? Ja, schade. Ein Freund. Nee, also ein Erbschein, ein Hahn, ein Topper, ein der Reisepass, ein Receiver, ein Dirigenten, Schülerausweis, Wohnberechtigungsschein, ein Router oder ein Kompressor. Dammit. Ich hasse Menschen. Ich hasse mich. Ich hasse dich. Ich hasse Menschen. Spruch. Schade. Ich hasse alle. Ich hasse uns. Nee, uns wahrscheinlich nicht. Ich hasse dich, verlass mich nicht. Okay, ich hasse Menschen, Tasse, nicht. Oh, Spruch, verdammt. Ich hasse meinen Job, ich hasse mein Kind, ouch. Ich hasse Sommer. Was hat Jon Sommer damit zu tun? Oh yeah. Ich hasse dich, Sprüche. Ich hasse Menschen, Sprüche eingegeben, zugegeben. Ich hasse Menschen generell. Beruhigen die Personen. Hier, beruhigend. Wie heißt die Schwester von Niki Laut? Es heißt die Mama, ich weiß, aber egal. Schade. Hätte ja sein können. Von Michael Wendler. Ich weiß nicht, warum ich da gerade drauf gekommen bin. Donald Trump. Hat der überhaupt eine Schwester? Keine Ahnung. Von Winnetou. Ben Zucker. Mary Rose. Wer ist das denn? Egal.
Daniela Katzenberger, Vincent Weiss, Bobby, Mozart, Julia Putix, Kalu. Thor. Wie lange lebten die? Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Dinosaurier. Neandertaler. Oh Gott, ich habe immer Sorge, dass ich das komplett falsch schreibe. Sehr gut. Die Maya. Nein, die Ägypter. Oder? Habe ich das jetzt falsch gerade geschrieben? Ich habe gerade nicht darauf geachtet. Das wäre bitter. Die Römer. Die Dinos. Die Ägypter. Ich habe Ägypter scheinbar echt falsch geschrieben. Habe ich das mit H geschrieben gerade? Menschen im Mittelalter. Dinos. Dinosaurier auf der Erde. Kelten. Saurier auf der Erde. Steinzeitmenschen. Das ärgert mich jetzt um die 10 Punkte, aber gut. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht. Ich kenne die 10 Gebote nicht. Damn it. War da nicht irgendwas? Du sollst nicht morden, töten oder sowas. Deinen Nächsten begehren. Deinen Nächsten. Deine Nächsten. Deine Nächsten begehren. Ich weiß es nicht. Ich kenne die 10 Gebote überhaupt nicht. Ich kenne nur, du sollst nicht lügen. Lügen. 10 Gebote. Wir machen so 10 Gebote. Lügen. Lügengebot. Nicht töten wäre doch dabei gewesen. Töten. Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Ehe brechen. Stehlen. Begehren deines nächsten Weib. Okay. Ja, ich hab's falsch getippt. Lieben. Schwören. Weinen. Dammit. Atomkraft ist klimaneutral. Oh, hätte ich gedacht, weil das häufig ja immer in Diskussion steht. Schlecht. Gefährlich. Was? Okay, krass. Ein totes Pferd. Die Zukunft. Jetzt grün. Grün. Also quasi das, was ich gemeint habe, nur in kürzer. Sicher. Teuer. Ich habe gefährlich geschrieben, das kann nicht wahr sein. Nicht nachhaltig. Gut. Nicht sicher. Ist Atomkraft nachhaltig? Goddammit. Beste Folge von Game of Thrones. Ja. Breaking Bad. Stranger Things. Was? Sag mal. Was ist denn noch eine gehypte Serie? The Walking Dead wird nicht dabei sein. Haus des Geldes wahrscheinlich auch nicht mehr, aber das könnte ich mir noch vorstellen. Wäre noch in meinem Lostopf. Wartet mal. Ich überlege gerade nur noch mal. Also ich habe mit Breaking Bad safe gerechnet. Wahrscheinlich ist das sowas wie Gossip Girl oder Desperate Housewives oder Grey's Anatomy. Black Mirror, Vampire Diaries. Black Mirror soll aber gut sein. Habe ich auch noch nicht geguckt. Ich gucke allgemein wenig. The Big Bang Theory, habe ich kurz drüber nachgedacht. Dammit. Modern Family, Gossip Girl, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, How I Met Your Mother. Oh. Geil. Oh, da gab es ein paar geile Folgen. Criminal Minds, die traurigste, ich weiß nicht wann sie ist, ist auf jeden Fall, dort, wo in der Serie, in der Folge sogar runtergezählt wird in Hintergründen, bis eine schlechte Nachricht ja übermittelt wird. Das war auf jeden Fall eine krasse Folge. Ich liebe ja How I Met Your Mother über alles. Was reimt sich auf dunkel, dunkeln, funkeln, funkeln? Ich habe sowas in meinem Kopf gehabt. Dammit. Was reimt sich auf? Nein, es gab mal so einen Spruch. Nein.
Nein, nein, nein. Auf Munkeln. Auf Zeit. Branche. Mensch. Orange. Liebe. Tag. Schön. Dich. Sein. Okay, ich hätte nichts davon erwartet. Es gab mal irgend so ein, in so einem Film oder einer Serie gab es mal so einen blöden Spruch. Auch mit irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Was wollt ihr tun? Was wollt ihr machen? Was wollt ihr essen? Was wollt ihr trinken? Was wollt ihr schauen? Nein. Erleben. Was wollt ihr dann? Slow. Ach ja. Was wollt ihr dann? Denn noch alles von mir, von uns, ihr bekommt Keks. Alles Gute zur Verlobung, zur Hochzeit. Alles Gute zur. Ich weiß nicht, wie Kommunion geschrieben wird. Kommunion. Oh ne. Ich muss mal eben kurz googeln. Wartet mal. Also das erlaubt ihr mir bestimmt, okay? Kommunion. Ach ja, genau. Okay, warte mal. Konfirmation. Könnte das auch noch sein? Konfirmation. Damn it. Alles Gute zur Eheschließung. What the fuck? Einschulung. Na, Geburt. Oh mein Gott. Ich habe die ganze Zeit mit Kindern überlegt. Taufe, Silberhochzeit, Hochzeit Englisch, Rente, Hochzeitssprüche, goldene Hochzeit, oh natürlich. Wann kommt die neue Staffel Stranger Things? Das habe ich auch tatsächlich nur, weil ich vorhin, als ich vom Sport kam, kurz Radio gehört habe, weil wir einen Leihwagen haben und da mein Handy noch nicht verbunden war und dort überall Millie Bobby Brown als Elfie gesprochen wurde und wie das denn mit der letzten Staffel aussieht, das war das Einzige, warum ich da jetzt drauf kam. Aber so wird man geinfluenced. Wann kommt die Bahn? Wann kommt die Tür? Wann kommt die neue Staffel? Ich schreibe es einfach so. Die Post. Neue Fortnite Season 5. Neue Fortnite Season PS6 raus, neue Apple Watch, zweite Staffel von Wednesday raus, fünfte Staffel von, ah ne, von Verwirky auf Netflix, kenne ich nicht mal. Wann kommt die Flut? Erste Folge von Seven vs. Wild, Staffel 3, PS5 ist Slim raus. Weltmeisterschaft, gut, die Punkte nehmen wir nochmal mit jetzt. 20, 22, 2018, 2014. 2010, 2006, 2006, 2002, 1998, 2022, Katar. Nein, 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 ich wollte noch 1990 eingetippt haben. Ich wollte es doch getan haben. Wo bekommt man die PlayStation 5? Ich schwöre euch, wenn ich mehr Geld hätte, ich würde sie mir kaufen, aber das ist nicht mal eben so drin. Wo bekommt man einen Personalausweis? Einen Reisepass? Gelbe Säcke, ein Führungszeugnis, die Sozialversicherungsnummer, ein polizeiliches Führungszeugnis, Geld für Blutspenden. Gönnergy. Die meisten Zinsen, eine Geburtsurkunde, eine Patientenverfügung, das 49-Euro-Ticket. Letzte Runde. Wie lange lebt eine Schildkröte? Wespe, Biene, Mücke, Fliege. Ich wollte schon nach der vor der Runde aufhören. Nice. Wie lang lebt eine Schnecke? Jetzt weiß ich aber nichts mehr. Doch, ich weiß noch was. Hummel.
Ich wollte noch Hornisse. Da ist die Hornisse. Spinne. Biene. Bienenkönigin. Ameise. Eine Katze. Eine Katze. Natürlich. Eintagsfliege. 1800 Punkte. 1800 Punkte. Das könnte das Beste jeweils in 16 Runden gewesen sein. Ich bin sehr happy. Ich hoffe, ihr seid auch stolz auf mich. Ich kriege davon auch direkt schon was ins Auge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat super viel Spaß gemacht, wie immer. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.